Dieses Keksrezept ist von meinem Freund Odin bzw. für Tangi, dem die Kekse hoffentlich schmecken werden. Hier sind mal die Zutaten, die man braucht. Ich habe hier Hafermehl, dann Speisestärke, manchmal heißt es auch Maisstärke, ist das gleiche. Backpulver noch und Natron, also man braucht beides. Und dann noch für den Geschmack Vanille, gemahlen, sündhaft teuer. Das sind sozusagen mal die trockenen Zutaten, die man zusammenmischt am Anfang. Dann noch Margarine, Rohrzucker und veganer Joghurt. Und dann sozusagen für den Geschmack am Schluss kommt dann noch eine schöne Schokolade und Walnüsse. Und nach dem Backen kann man noch Salz benutzen. Ich habe hier so ein Sea Salt. Okay, ich lasse einfach mal rollen und mache weiter. Ist es, wenn man sozusagen mindestens zwei größere Schüsseln hat. Küchenwaage ist auch ein Muss und man braucht auch im besten Fall amerikanische bzw. imperiale Measurements. Das ist jetzt hier halber Teaspoon. Ein Teaspoon, ganzer Teaspoon, also und ein Tablespoon. Die drei Größen sind gut zu haben. Man kann auch mit Gramm messen, aber das ist, ja, die Küchenwaagen sind eigentlich nicht präzise genug dafür. So. Und natürlich ein Brett brauchen wir dann nachher auch noch. Okay, dann mischen wir erstmal die trockenen Zutaten. Moment, dann nehme ich die etwas kleinere Schüssel. Die reicht nämlich dafür. Das bedeutet, mit der Küchenwaage auf Null stellen natürlich und dann mal 180 Gramm Mehl rein. So. Okay, 180 Gramm Mehl. Dann als nächstes ein Tablespoon, richtig, ein Tablespoon Cornstarch. Das wäre also wirklich ziemlich viel. Für mich zumindest überraschend viel. Denke, das passt. Etwa. Nun ja, dann noch ein Teaspoon Backpulver, Baking Powder. Das ist die mittlere Größe hier. So. Und dann haben wir noch den Natron bzw. Baking Soda. Das wäre ein halber Teaspoon. Ein bisschen klumpig. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Dann können wir auch gleich den Vanilleextrakt benutzen. Ein Teaspoon. Man kann natürlich auch mehr oder weniger nehmen, aber lieber vielleicht mal mit einem starten und sich dann von da, sage ich mal, entscheiden, ob man mehr oder weniger möchte für die Zukunft.
Zukunft. Ja, das ist schon fast eines. Okay. Dann können wir das mal verrühren. Also untermischen ein bisschen. Bisschen Luft sozusagen rankommt und das alles schön locker ist, schade nicht. Deshalb lieber ein bisschen ausführlicher vielleicht. So, dann haben wir das schon mal. Das ist die sozusagen Trockenmischung oder Dry Ingredients. Und jetzt geht es sozusagen an die feuchten. Wobei das auch schon ein leichter Widerspruch ist, weil es erstmal Zucker kommt. Rohrzucker benutze ich jetzt mal hier für das, ja, sozusagen Originalrezept. Ja, mache ich jetzt einfach mal so. 150 Gramm. Man kann auch 200 nehmen, wenn man das dringende Bedürfnis hat. Umgekehrt weniger als 150 wird dann wahrscheinlich kritisch. Einfach wegen der nachher der Mischung und Konsistenz. So, dann haben wir das hier. Dann tun wir schon mal den Joghurt rausmessen. Das sind 80 Gramm. Ich habe hier schon einen größeren offen. Den nehme ich jetzt mal stattdessen. So, der war auch im Gefrier, deshalb sieht der hier so ein bisschen unschön aus, aber sollte der Sache keinen Abbruch tun. Also wie gesagt, das mit dem Gefrier ist dann abträglich für die Konsistenz. So, 80 Gramm. Und sehr wichtig oder nicht zu unterschätzen, die Margarine. Die tue ich jetzt einfach mal direkt hier rein schon. 113 Gramm. Das Ungerade kommt einfach durch die US-Maße, die umgerechnet sind, oder die, ja, US-Measurements. Das hier ist schon ein bisschen zu weich eigentlich. Ein warmer Tag hier im schönen Berlin. 105 Gramm. 116, ja, das kann man tolerieren. Okay, sehr schön. Dann machen wir jetzt gleich noch die Schokolade und die Walnüsse. So, live hier entpackt. Die Schokolade. Ich nehme inzwischen 50 Gramm, man kann auch 80 Gramm nehmen. Das Originalrezept hat 180 Gramm, also da kann man sich austoben. Sehr lustig. Reagiert gerade nicht. Habe ich dann Fehler gemacht. Nochmal. Null. Und drauf. Bleibt 4 Gramm. Okay. Sehr schön. Dann wird. Ah, vielleicht, weil die schräg steht. Das gefällt ja nicht. Interessant.
Okay, nächster Versuch, 4 Gramm. Genau, also 50 Gramm hier quasi. Und ich schneide die dann einfach klein. Das geht auch erstaunlich schnell. Kann vielleicht auch ein Mixer oder was auch immer nehmen, wenn man da möchte. Aber ich finde es eigentlich fast übertrieben. Muss auch nicht super fein sein. Und der Hinsicht hat man vielleicht sogar mehr Kontrolle, wenn man das so mit der Hand macht. Aber ich werde dann trotzdem noch einmal drüber gehen. Weil das ist vielleicht noch ein Tick zu grob. Aber grundsätzlich muss man da nicht jetzt zu sehr darauf achten. Ist auch eigentlich meditativ. Titulieren. Dann die Walnüsse, auch 50 Gramm. Oh, gut erwischt. Also. Und gleiches Prinzip hier, beziehungsweise ich breche sie vielleicht ein bisschen vorher mit der Hand. Vielleicht ist das sogar fast eigentlich ausreichend, das bemerke ich gerade, sonst bin ich immer gleich mit dem Messer ran. Aber wenn man einfach so ein bisschen Handarbeit erstmal macht bei den größeren Stücken, auch nicht schlecht. So. Okay. Also auch hier gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, das wahnsinnig fein zu machen. Deshalb ist Handarbeit vielleicht die beste Variante. Insofern vielleicht fast der aufwendigste Schritt. Relativ zeitintensiv, aber meditativ. Ja, gut, das passt eigentlich. Sehr schön. So, dann haben wir mal alles vorbereitet, um jetzt die Wet Ingredients zu mischen. Erstmal kleine Pause.